Hi Leute, herzlich willkommen zum Lotto Berlin Fan Talk. Ich bin hier mit Luis heute. Moin Luis. Moinsen. Ja, ihr habt wieder eine ganze Menge Fragen eingeschickt und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, uns gegenseitig Fragen zu stellen. Ne? Ja, hört sich gut an. Ja, ich kann anfangen, gerne. Sehr gerne. Die erste Frage kommt von ole2000.s. Jonas, wer war bzw. ist dein lustigster Mitspieler? Ja, ist eine gute Frage, Ole. Und ich glaube, ich habe ja auch einen ganz guten Kandidaten schon neben mir sitzen. Also Luis ist echt ein lustiger Typ. Ich habe vorher gesagt, ich dürfte jetzt eigentlich nicht Luis sagen, natürlich. Aber nee, ich glaube, macht schon sehr viel Spaß, mit dir zusammen zu spielen. Okay, da werde ich ganz rot. Ja, das ist Luis Olindi auf jeden Fall. So, ich mache einfach mal weiter, ne? Caroline Schmelzer 1 fragt, wie gefällt es dir in Berlin, Luis? Sehr gut erstmal. Also die Stadt ist überragend, das Team auch, coole Mitspieler, cooler Trainer, macht wirklich Spaß. Natürlich noch nicht so viel von der Stadt jetzt gesehen bisher, einfach durch Corona halt viel geschlossen. Aber im Sommer waren die Restaurants offen, da konnte man ein bisschen rumgucken, mal sehen, was so in den verschiedenen Stadtteilen abgeht. Aber hoffe natürlich, dass es dann im Laufe des Jahres irgendwie wieder, ja, wenn das Wetter auch besser wird, einfach ein bisschen draußen ein bisschen mehr unterwegs sein kann. Aber bisher sehr, sehr gut. Das Wetter ist auch besser als in Hamburg. Dazu sage ich einfach nichts. Nächste Frage. Nächste Frage kommt von unterstrich alba.mika_. Wer war der am schwersten zu verteidigende Gegenspieler? Ja, ich glaube, ich hatte dieses Jahr schon eine ganze Menge Spieler, die recht schwer zu verteidigen waren. Mhm. Aber ich glaube, Mike James ist zurzeit der Spieler, der am schwersten zu verteidigen ist. Also ja, passt ja jetzt auch, spielen wir jetzt auch bald wieder gegen den. Aber, stimmt, okay. Ja, nee, also er ist sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, er ist auch ganz vorne mit dabei beim MVP-Rennen. Stimmt, ja. Deswegen, ja, ist, glaube ich, ist Mike James. Macht Sinn. Ja. Macht sehr Sinn. Alles klar. Ja. Coole Frage. Also Johanne Weg oder Weg fragt, wer war euer coolster Zimmerpartner bei Auswärtsspielen? All time oder also? Ich weiß nicht, also wenn wir jetzt von unserem Team ausgehen, dann wüsste ich es bei dir auch, glaube ich, schon. Aber okay. Ich würde mal, sagen wir mal unser Team. Ich glaube, es sind unser Team. Leute, ne? Ich war bisher nur mit Malte auf dem Zimmer. Und da ist ein Tor gewesen. Von daher sage ich Malte, Shoutout an Malte. Manchmal ein bisschen komisch auf dem Zimmer, so macht komische Dinge, aber macht Spaß mit ihm. Ist ein cooler Zeitgenosse auf Auswärtsfahrten. Ja, die Frage war ja an uns beide gestellt, glaube ich. So. Deswegen kann ich ja auch einfach antworten. Aber ich glaube, es ist ja auch nur mit Markus auf dem Zimmer. Deswegen, ja, Markus ist aber auch ein cooler Typ. Deswegen würde ich ihn auch natürlich auch so als coolsten Zimmerpartner bezeichnen. Was? Nächste Frage. Boah, du machst sie hier so weg. Vielleicht ja, das auch, damit das man gut. Damit Übersicht hat, damit ich nicht zweimal das gleiche vorlese. Point Guard. Claudi_Berlin mit 2i fragt, Jonas, was hat dir die Zeit in Bernau gebracht? Die Zeit in Bernau hat mir sehr viel gebracht. Es macht in der Lokhölle spielen, ist immer richtig geil. Hat sehr viel Spaß gemacht und ja, ich bin auch immer wieder gerne da. Wenn wir mal Zeit haben, ich muss dich mal mitnehmen, dass du das gerne auch mal siehst. Also es macht immer sehr viel Spaß und ja, spielerisch habe ich mich da auch, glaube ich, sehr, sehr weiterentwickelt. Mhm. Coole Zeit. Wie war das? Abfahrt auf Gleis 1? Oh ja, ja, stimmt. Du hast recht, dass ich das nicht gesagt habe. Das Intro in Bernau ist das Beste aller Zeiten. Ja, ja, die Lok. Die Lok fährt ein auf Gleis 1. Stark. Auf dem Weg zur Tabellenspitze. Das ist cool, ja. Ja, das würde ich auch gerne nochmal haben, erleben, ja. Okay. Mark SDLR Siddler fragt, wie ist es, unter Aito zu spielen? Ja, ist was Besonderes. Also Aito ist wirklich ein Trainer, keine Ahnung, ist einfach, ja, Aito ist einfach Aito. Also das Training ist ganz besonders, also es ist sehr viel erklärend und sehr viel mit sehr, sehr viel Ruhe. Sagt gar nicht so viel, aber es ist trotzdem immer ja, alles sehr, ich weiß nicht, einfach sehr, sehr richtig, was er sagt. Und dann in den Spielen, man kriegt immer eine Chance. Also man steht immer auf dem Feld,
Man macht zwei, drei Fehler, man bleibt trotzdem drauf, weil er weiß, dass es irgendwie darum geht, oder für ihn geht es darum, ja, die Spieler weiterzuentwickeln. Nicht unbedingt die Spiele alle zu gewinnen, sondern, glaube ich, am Ende des Spiels sagen zu können, okay, jeder ist heute besser geworden. Und das ist schon richtig geil. Und natürlich auch das Wissen, was er mitbringt, wenn er dir dann Tipps gibt auf der Bank oder im Training, da lernt man schon wirklich jedes Mal was. Und ja, es macht sehr, sehr viel Spaß. Da gehe ich mit. Ah, Props. Ja, wir gehen Props raus. Okay, nächste Frage. Von Nice Hoops Official. Den kenne ich. Jonas, wieso ist der Bart wieder weg? Oh. Sehr gute Frage. Ja, also zurzeit kann man ja nicht zum Friseur gehen, deswegen sind meine Haare auch so lang, aber ich dachte mir, den Bart, darüber kann ich selber entscheiden, dann kann ich wenigstens ein bisschen gepflegt aussehen und ja, ich glaube, der ist bei meiner Freundin jetzt auch nicht so gut angekommen, der Bart. Ist er nicht? Ja, ich wundere mich eigentlich auch. Ich fand den Kevin Kurani ganz gut eigentlich. Ja, ich habe mich auch wohl gefühlt, aber ist der Meisterschaftsbart auch gewesen. Das darf man auch nicht vergessen. Der war noch aus dem letzten Jahr. Ja, also aus den letzten den habe ich vom Top 4, deswegen nicht. Ich dachte, mein Bart wächst langsam. Ja, Bubble. Immer getrimmt. Das fand ich ja so. Aber ja, nee. Ja, Joey, ich weiß auch nicht, wieso der Bart ab musste, aber it is what it is. It is what it is. Nächste Frage ist von Lou-Travel. Warum habt ihr die Trikotnummern, die ihr habt? Oh, das ist eine gute Frage. Gute Frage, Lou. Also eigentlich, ich habe früher in der Jugend, habe ich immer die 6 getragen oder die 8. Und dann bin ich nach Bamberg. Und beide Nummern waren leider schon belegt. Und als jüngster Spieler war ich da nicht so weit oben in der Rangordnung, wie man sich die Trikotnummern aussuchen kann. Deshalb hatte ich dann bei Baunach, also beim zweiten Team in Bamberg, hatte ich die 6, genau, weil die noch nicht vergeben war. Und in Bamberg habe ich dann die 16 genommen. Einfach weil das die einzige Nummer war, die noch eine 6 drin hatte. Ne? Eine 6 drin hatte und auch 8 plus 18, 16. Das hat dann ganz gut gepasst. Und dann bin ich hier nach Berlin und wollte auch wieder die 16 nehmen. Und gab es nicht. Dann dachte ich, okay, nehme ich die 8. Gab es auch schon, also hatte Markus. Dann habe ich gesagt, nehme ich die 6, die hatte Malte. Und dann hatte ich, glaube ich, einen Tag Zeit, um zu entscheiden, welche Nummer ich nehme. Und gute Frage, warum die 90? Am 19.03. habe ich Geburtstag. Das hättest du auch nach der ganz am Anfang gesagt. Aber ich, du deine Lebensgeschichte erzählst. Aber ich wollte die Geschichte erzählen, weil 19 wäre nicht meine erste Wahl gewesen. Ich wollte die witzige Geschichte erzählen, wie ich eigentlich 6, 8, 16 und die ganzen Zahlen gab es nicht. Und dann dachte ich, dann ist es vielleicht gut, stimmt, um Spannung aufzubauen und dann zu sagen, 19.3. Geburtstag, 19. Ja. Die 19 trage ich jetzt. Ist es erlaubt eigentlich jetzt so die Spannung zwischen dir und Krejo zu beschreiben, die es da beim Kampf um die 16 gab? Oder das nee, das, hier, das lassen, ist kein mal. Thema jetzt das ist, das die, ist kein Thema. Für die Kameras. Das ist, okay. Das ist teamintern. Und du, Jonas, warum hast du die 9? Ich wollte eigentlich skippen jetzt meine Antwort, weil meine ist auch nicht so spannend. Dann hol ein bisschen aus, vielleicht hast du einen Bernau oder einen... Nee, ich hatte früher bei Lichtenrade hatte ich die 15, weil ich war der Größte, weil wir waren alle sehr klein in Lichtenrade. Ich war auch nicht groß, aber ich war trotzdem der Größte, deswegen hatte ich die 15, was das größte Trikot war. Aber ich finde, 15 ist irgendwie nicht so, auch ich weiß, obwohl Martin Hermansson jetzt die 15 hat, er auch ein Guard ist. Ich finde, die 15 ist jetzt nicht so eine Guard-Nummer. Ist eher eine Center-Nummer. Genau. Da stimme genau, ich dir genau. zu. Dann habe ich irgendwann zur 9 geswitcht und egal, wo ich hingekommen bin, die 9 hatte nicht jemand. Hätte ich auch mal gerne. Ja. Aber 9 einfach, weil 9... Ja, ich keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich finde die ganz cool. Wie die aussieht, oder wie? Ja, okay. Geschmeidig. Okay, nächste Frage, wir skippen. Ja, die Frage war... Da muss ich sagen, war meine Antwort auf jeden Fall die bessere. War eine gute Frage, wir hatten leider keine lustigen Antworten dazu. Jonas hatte keine lustige Antwort. Okay. Ich bin dran. Nein, ich bin dran. Ja, du. Entschuldigung. Jetzt, also die Frage stellt Lilitherate oder Lilly... Ja, ist okay. Auf jeden Fall Lilitherate, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es tut mir leid, wenn das nicht so ist. Wie geht es den Erdbeeren, Jonas? Ja, aber wenn ich ganz ehrlich sagen soll, haben die Erdbeeren den Winter nicht überlebt. Oh, okay. So ziemlich viele Pflanzen auf meinem Balkon haben den Winter nicht überlebt, aber es ist auch schwer. Wir sind wirklich viel unterwegs und okay. Dann kann man die nicht so... Obwohl ich schon so eine coole...
Ich habe so ein eigenes Bewässerungssystem eigentlich, weißt du, da kann man so an der Seite von dem Blumentopf kann man so Wasser reinfüllen, okay, dass es so unten ist, dass die Pflanzen sich das so selber nehmen. Ja. Aber die Erdbeere war... Ja, es hilft auch gegen die Minustemperaturen nichts. Oder so. Ja, genau, die war trotzdem nicht stark genug. Aber das ist jetzt, die sprechen auf das Interview an, oder wie? Oder wo geht es? Was in der Bubble gemacht wurde? Genau. Ich fand das süß, das Interview, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Okay. Wie du auch deine, was war das? Irgendwie so Cashews oder sowas hast du da vorgestellt? Nee, hast du alles... Ich weiß nicht genau. Irgendwas Getrocknetes. Nee, das waren schon Erdbeeren. Nein, aber du hast doch dann irgendwie, du hast dein Zimmer nochmal gezeigt und dann gab es da getrocknete Früchte oder sowas. In der Bubble? Ja. Ja, das war auch, da sind die ganz spontan vorbeigekommen. Ich sollte überhaupt nicht aufräumen, ich sollte nämlich authentisch wirken. Ah, schon sehr stark. Nee, es freut mich, dass ich dir da schon sympathisch war. Ja, auf jeden Fall. Also die Erdbeeren sind tot. Ja, also jetzt so, die ganzen Lichter, die Erdbeeren sind tot. Alles klar. Ja. Schade. Ja. Nächstes Jahr wieder. nächste Frage von Thomas.96. Was ist das für ein Gefühl, als so junge Spieler wie ihr in der Euroleague zu spielen und das so gut? Ja, erstmal Dankeschön. Ja, das heißt ja, dass wir gut nett spielen. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ist besonders, glaube ich. Also Euroleague zu spielen ist sowieso generell was Besonderes. Ich glaube, das kann nicht jeder sagen, dass man es in der Karriere gemacht hat. Da gibt es nur wenige. Und dann, ja, wie du schon sagst, auch als junger Spieler ist natürlich eine große Ehre. Auch eine große Verantwortung natürlich. Also wenn man weiß, dass man wichtig ist fürs Team und auch dann Verantwortung übernehmen muss, ist es schon ein cooles Gefühl. Man ist, glaube ich, stolz auf sich selber, aber weiß auch, dass es kommt nicht von ungefähr und es ist auch nicht das, das garantiert ist. Also man muss jedes Spiel wieder zeigen, dass man gut genug ist. Und der Druck ist natürlich immer wieder da. Man kann sagen, es ist schon, man fühlt sich gut dabei. Ja, würde ich auch sagen. Also es macht auf jeden Fall richtig Bock. Gerade auch, man kommt viel rum, was ja auch, finde ich immer echt cool ist. Und wir spielen in echt coolen Hallen, leider mit wenig Fans zurzeit. Aber gerade letztes Jahr haben wir das ja auch schon so ein bisschen erfahren. Also ja, ist auf jeden Fall richtig geil und möchten wir noch ganz, ganz lange so weitermachen. Auf jeden Fall. Ich auch einfach mal für dich. Auf jeden Fall, ja, genau. Das ist, passt schon. Passt schon. Okay, du bist ja dran. Ne? Genau, nächste Frage. Oh, vorletzte Frage. Ja. Stimmt. Moschra96 fragt, was war das beste Spiel eurer bisherigen Karriere? Ich glaube, das ist bei mir ziemlich leicht zu beantworten. Also zumindest wenn man jetzt vom Profibereich, würde ich sagen, ist das vor 2 Jahren oder so, das Viertelfinale gegen Bayern. Da habe ich ganz gut getroffen. Und wir sind weitergekommen. Das war das allerbeste daran. Ja, das war, glaube ich, ein Spiel, das werde ich so schnell nicht vergessen. Ich hoffe natürlich, dass da noch viele, viele weitere dazukommen, auch noch bessere Spiele. Aber das Spiel war alles in allem auch danach, wie das Team gefeiert hat zusammen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das ist bisher meine schönste Erinnerung zumindest an den Spielen. Was denn bei dir? Ja, ist eine gute Frage. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich hatte letztes Jahr in MBC, glaube ich, habe ich ein starkes Spiel gehabt, da kann ich mich dran erinnern, da haben wir in Overtime da gewonnen. Das war geil, da habe ich ganz gut gespielt. Und auch dieses Jahr gegen Bayern zum Beispiel. Das war natürlich auch geil, dann die Bayern zu schlagen zu Hause. Und ich finde, ich habe ganz gut gespielt. Und das waren, glaube ich, so die beiden Spiele, wo ich jetzt sagen würde, dass das so die besten Spiele meiner Karriere bisher waren. Das ist ein Punkt an mich, würde ich sagen, bei der Antwort. Wenn du einen Punkt für deins davor, ich weiß, ja, okay, doch, ja, gebe ich dir. Nummer, gebe wenn ich du dir. Für deine Nummer einen Punkt haben möchtest, das dann kriege ich für meine Antwort einen Punkt. Gebe ich dir. Okay. Gebe ich dir. Okay. Die nächste Frage ist von Mo If You Don't Know. Kenn ich? Das ist ein Kumpel von mir aus Hamburg. Okay. Und ich finde, das ist die beste Frage bisher, wir wissen nicht, was noch kommt. Lieber jemanden Ankle breaken oder posterizen? Ja, Mo, das ist eine gute Frage. Also bei mir gibt es da nur eine Sache, Posterizen, weil ich die Hände zu einem Ankle-Breaker habe ich noch nicht so ganz. Bei mir gibt es auch nur eine Sache. Nee, ich muss sagen, also das ist realistischer bei mir, glaube ich, der Poster. Und ich finde es auch das geilere Play, muss ich sagen, auch objektiv gesehen. Wenn man jemanden so wirklich aufs Poster packt
der denkt, er kann einen blocken und man trifft sich in der Luft und das ist schon, also ich persönlich finde, das ist das geilere Play. Mhm. Und Ankle Breaker habe ich, glaube ich, noch nie mehr gegeben. Von daher, ja, der Poster. Ja, also bei mir gibt es ja auch eine Posterizing eigentlich. Ja, okay. Ja, genau, nee, ich würde jetzt natürlich sagen, dass das Ankle Break natürlich viel, viel cooler ist. Ja, weil das, glaube ich, ich ein bisschen häufiger machen könnte als jemanden postern. Nee, aber ich muss sagen, ich finde beides ziemlich cool. Und es kommt auch so ein bisschen auf die Situation drauf an, ja, wie man es macht. Wenn man jetzt so einen Maololo Ankle Breaker raushaut, dann ist das ja schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Die schmecken, wie er sagen. Die schmecken, wie. Da würde er sich freuen, wenn er, ja. Würde er sich richtig freuen. Nee, coole Frage, Mo, auf jeden Fall. Okay, letzte Frage für dich. Und auch die Frage, boah, also interessante Frage, von Unterstrich Xula, also PX wie Paula und mit dem X anstatt dem A, Unterstrich. Was sind deine größten Ziele im Leben? Wow. Yes. Drop. Krass. Da können wir jetzt noch lange reden. Meine größten Ziele im Leben. Also meine größten Ziele im Leben sind, glaube ich, irgendwann mal eine Familie zu gründen und ja, Kinder zu kriegen. Also nicht ich, aber. nee, also ich glaube, ja, das ist schon ein sehr großes Ziel in meinem Leben. Schau doch. und ja, jetzt glaube ich, basketballerisch glaube ich auch noch halt so gut es geht oder zumindest so, ja, so gut zu werden, wie man halt werden kann und so viel zu erreichen. Ja, da habe ich noch einiges vor mir, aber ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen, bist ja noch jung, ne? Ich bin ja noch jung, ja. Nicht so wie du. Ich weiß nicht, so alt war wie du. nee, auf jeden Fall gute Frage. Würde jetzt ein bisschen viel aufmachen, wenn wir da alles diskutieren würden, aber ich hoffe, ich konnte sie ein bisschen beantworten. Meine letzte Frage an dich ist von _felix.3. Mhm. Welchen Ort würdest du gerne mal bereisen? Da gibt es viele Orte. Mich reizt sehr Australien. Einfach. Keine Ahnung, ein anderer Kontinent, ich habe ein ganz anderes Leben, ganz andere Menschen auch da, unglaubliche Natur. Ich glaube, es ist sehr, sehr schön da. Und sonst, ja, ich war noch nie in Südamerika zum Beispiel oder auch noch nie in Afrika. Also irgendwie gibt es noch viele Orte, die ich mir gerne angucken würde, aber ich glaube, Australien steht so ganz oben auf meiner To-Do-List oder auf meiner Wishlist. Ja. Sehr gut. Krass, das war schon, ne? Das war schon. Ich weiß gar nicht. Starke Fragen. Ob wir die anderen geschlagen haben hier mit unserer Zeit, aber wir sind ja auch ganz schön durchgerattert. Ja, aber ich finde, es waren sehr, sehr gute Fragen. Kurz und knackig. Ja, gute Antworten deinerseits auch, muss ich einfach mal sagen. Du auch, du hast es sehr stark gemacht. Gute Fragen, gute Antworten. Ja, möchtest du die Abmoderation machen, weil ich ja schon angefangen habe? Klar, mache ich gerne. Um einfach fair zu bleiben. Liebe Alba-Fans, nochmal vielen, vielen Dank für eure Fragen. Waren echt coole Fragen dabei, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe natürlich, dass wir uns bald wieder in der Mercedes-Benz Arena sehen. Und dann ja, coole Siege feiern können. Also, bis dahin, wir sehen uns. Peace. Ciao.